So, heute nehme ich euch mit zur Kontrolle bei unserem Stand im Wald. Hier hoffen wir, dass wir jetzt also in den nächsten Tagen einen Rindenhonig-Eintrag bekommen mit ein bisschen Waldeinschlag. Geplant ist für heute wie immer Schwarmverhinderung, das heißt Kippkontrolle von hinten, und heute versuche ich es mal euch mitzunehmen und wirklich die, ich sag mal, normale Arbeitsweise zu zeigen, in welcher Geschwindigkeit und wie wir eigentlich unsere Kippkontrollen veranstalten. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Kamera mitspielt und wir auch genug Licht haben, damit ihr auch was sehen könnt. Wir versuchen es mal. So, ich habe mir soweit schon gedacht, also Licht- und Schattenspiel ist hier nicht ganz einfach. Wir sind also, wie gesagt, mitten im Wald. Gucken wir uns das Spielchen mal an. Also dazu muss ich auch noch mal ins Bild laufen, das geht nun mal nicht anders. Nur ein bisschen Rauch drauf. Versuche ich erstmal näher ranzufahren. Mal andersrum. So, da sollte sich das Vergnügen jetzt in etwa abspielen. Kippen also an, geben ein ganz klein bisschen Rauch da rein, damit die wissen, was los ist, und dann ganze Dinge hochgekippt. Nochmal. Ich glaube, ihr müsst noch ein bisschen höher. Also, ich richte euch mal neu aus. So, ich glaube, ihr könnt so in etwa sehen, was jetzt Sache ist. Wir gehen also jetzt hin. Schicken die Bienen mal eben ein bisschen wieder zurück. Da muss man auch ein bisschen mehr Rauch geben, damit die Bienen auch wirklich so weit zurückgehen, dass man also einen Blick in die Wabengassen rein hat. Was wir jetzt hier als erstes sehen, sind ein paar Spielnäpfchen. Da leuchten wir jetzt mal mit der Taschenlampe rein. Da ist also nichts drin. Nichts drin, die sind leer. Das heißt, die können wir also so ohne weiteres kaputt machen. Ich mache sie immer alle kaputt, dann ist das bei der nächsten Kontrolle einfacher. Ne, dann fangen die immer wieder von neu an. So, das nächste, was halt kommt, ist jetzt hier die Drohnenwabe. Mit der Drohnenwabe gehe ich also hin, hebel die unten ein bisschen auseinander und kann also da jetzt schon sehen, dass die bis unten komplett verdeckelt ist, ausgebaut ist. Ne. Die schmeißen wir raus. Also die wird jetzt ausgeschnitten. So. Wir haben also keine bestifteten Reiselzellen, sprich für mich ist hier keine Schwarmstimmung erkennbar, und damit ist die Kontrolle auch schon zu Ende. Wir drücken die jetzt zurück, dann wird der Drohnenwaben ausgeschnitten, und das war es eigentlich schon. Viel mehr müssen wir da gar nicht von machen. Dazu die Bienen wieder ein bisschen zurückdrängen. Die Taschenlampe auch schon wieder weg. Auch so ein Grund, warum man Imkerkleidung tragen sollte. Das ist halt eine Arbeit, dafür gehört, trägt man auch eine Arbeitskleidung, und da hat man dann jede Menge Kleinzeug und Krimskrams. So. Jetzt hole ich euch mal zur anderen Seite ran. So, dann ist halt Arbeiten für mich doch ein bisschen einfacher, wenn ich dahinter stehen kann. Kurz davon in Kenntnis setzen, dass wir anwesend sind. Dann werden die Bienen vor das Flugloch gegeben. So. Jetzt versuchen wir mal von oben an die Drohnenwabe ranzukommen. Achso, so kann man lieber wegstellen, sonst habt ihr nur Rauch auf dem Bild. So, ein bisschen auseinander drücken.
man sehen kann, wo denn, und geh weg, wo denn die Musik spielt. So sieht das Vergnügen nach 14 Tagen aus, wenn die Damen sich damit beschäftigen und wir kein Anzeichen für Schwarmstimmung haben. Und sonst kann das halt schon mal passieren, dass die Mädels dann einfach aufhören, daran zu bauen. Das ist so eins der ersten Zeichen. Also die Kombination aus ausgebauter bzw. Drohnenwabe, wo also Betrieb draus ist, die Geschichte mit den Weisel- oder Spielnäpfchen, sind die in irgendeiner Art und Weise schon poliert, glänzen die schon von innen, ist da vielleicht sogar schon ein Stift drin. Dann zusätzlich kommt die Geschichte Pollenwabe, ne, sind die Pollen schon mit Honig versiegelt, ist also eigentlich ausreichend genug, um also sich dann auch sicher zu sein, dass eine Schwarmstimmung vorhanden oder nicht vorhanden ist. Wir haben also so eine Trefferquote so von ungefähr 97-98%. Es gibt immer mal wieder einen Schwarm, der zwischendurch abhaut. Aber meistens geht das schon so. So, das war es eigentlich schon. Viel mehr gibt es nichts zu sehen. Ihr habt wahrscheinlich ein wahnsinniges Broma-Mikro, weil die Bienen sich gerade für die Kamera interessieren. Ich würde sagen, bis gleich. Ich hole euch dazu, wenn es noch was Interessantes gibt. So, also dieses Volk ist also sehr aggressiv, greift mich an, lückiges Brutnest, Leistung kommt einfach nicht. Da liegt die Ursache, die Königin ist eine Gelbe von 2017, die ist einfach abgearbeitet und daher kommt die jetzt weg. Ich lasse eine Schwarmzelle drin, damit können die nachschaffen und gucken wir das in 3 Wochen nochmal an. Im schlimmsten Fall wird dann einfach eine neue Königin zugesetzt, aber so hat das keinen Sinn. Die
wie gesagt, die fliegen mir bis zur Kamera hinterher. Die sind also extrem unzufrieden mit ihrer neuen Chefin und darum geht die jetzt den Weg alles Irdischen. Muss ich euch doch noch mal einmal dazu holen. Ich habe was Interessantes gesehen. Unangenehm, aber interessant. Machen wir eben ein bisschen zurück. Und runter. Ja, zurzeit in aller Munde. Jeder hat schon mal davon gehört. Die wenigsten haben schon mal gesehen. So. Wer kann mir sagen, was das ist? Links an der Beute. Ich zoome euch mal ran. Was ist das? Ich weiß es. Guckt euch das mal einen Moment an und dann gebt mal Tipps ab. Man kann also sehen, geht also immer weiter bis unten, da wieder hoch und bis oben auf dem Beutendeckel. Was kann das sein? Auch wieder so ein Ding. Warum trägst du Schutzkleidung am Bienenstand? Ja. Ich will jetzt hier Folgendes sehen. Oben ist viel Futter drin. Das kommt jetzt quasi aus der unteren Zarge wieder nach oben. Kann man also an den Stiften, an den... Also ich wiederhole es nochmal. Bei diesem Volk eigentlich ein typisches Bild. Das Brutnest oben ist total verhonigt. Von unten kommen wieder die Stifte, die nach oben hin immer jünger werden. Aber nur im ganz kleinen Kreis in der zweiten Zarge. Das heißt also, das Hauptbrutnest liegt momentan unten. Auf der Drohnenwabe ist kein Betrieb. Und die sind jetzt wieder im Aufbau. Ist noch relativ schwach. Also ganz klar, dieses Volk ist abgeschwärmt. Das Ganze ist gut gegangen. Wir haben eine neue stiftende Königin da drin.
Das heißt, ich werde die jetzt mal eben suchen. Wenn ich sie finde, wird die schnell bepunktet in grün für 2019. Und damit haben wir da schon einmal wieder ein junges Volk für nächstes Jahr. So, das war's schon wieder. Dann
Bis später.